Zunächst möchte ich kurz darauf aufmerksam machen in eigener Sache. Ihr könnt hier direkt über den Link auf meinem Kanal der Telegram-Gruppe beitreten. Ihr kommt da zum Linktree und hier seht ihr dann meine Patreon-Seite. Hier könnt ihr dann entsprechende Level buchen, einmal über die 3 € Beisteuerung oder die Spende für die Telegram-Gruppe im Basic. Es unterscheidet sich nichts zu dem 10-Euro-Paket. Es ist lediglich eine höhere Unterstützung. Und hier könnt ihr dann nochmal entsprechend nachlesen, was ich hier abziele, euch zu übermitteln, täglich beziehungsweise dann auch über den Monat hinweg. Also gerne hier vorbeischauen und mich unterstützen und dann auch meine weitere Arbeit hier auf YouTube. Vielen Dank. Herzlich willkommen zu einer neuen Session. Wir starten rein wieder mit sehr großer Auswahl. Ich habe mich im Vorfeld hier wieder durch die Aktien durchgeklickt, die ich hier in der allgemeinen Liste der Analysen auf TradingView hinterlegt habe. Und ich denke mal, da sind sehr viele spannende dabei, wo auch noch die Korrekturzonen aktiv sind, wo wir noch nicht rausgekommen sind, vollständig. Aber natürlich haben wir mittlerweile auch viele Aktien mit einem Resultat. Das heißt, nachdem wir die Korrektur durchgelaufen sind, haben wir jetzt schon entsprechende Aufwärtsbewegungen mit 50 und mehr Prozent. Deswegen schauen wir einfach mal rein und starten jetzt mit der Aktie Hannover Rück, weil wir hier das Programm vom Aktienfinder, ohne dass es in Verbindung steht, ja, das auch mitverfolgen und unsere Meinung dazu abgeben, ob es Sinn macht, dort eine Position zu eröffnen. Die letzten hatten wir eigentlich auch immer genauso empfunden vom Einstieg her und auch die richtige Gewinneraktie ermittelt. In dem Fall wäre ich jetzt eher verhaltener, weil es einfach nicht der optimale Einstieg ist für unsere Strategie. Von daher, ja, wir sind aktuell schon sehr gut gelaufen, von daher keine Korrekturzone, kein reproduzierbarer Einstieg und am All-Time-High eher weniger für uns ein Invest oder ein Einzelinvest, wenn dann eher ein Sparplan, aber auch das am All-Time-High eher nicht. Schauen wir trotzdem mal kurz drauf. Hannover Rück, wie gesagt, wir haben hier eine Aufwärtsbewegung in Blau und hier auch leider in diesem Bereich keine Korrektur eingeleitet. Das heißt, wir hatten ja hier das Ziellevel erreicht, sehen auch, dass wir hier uns dann tatsächlich auch etwas schwerer getan haben, in dem Bereich zumindest. Und eine kleine Konsolidierungsphase zwischen 2015 und 2018 hatten und daraufhin jetzt aber dann nochmal kräftig gestiegen sind und dann in dem Bereich hier die Korrektur eingeleitet haben, die auch wieder recht schnell, auch mit dem Retest hier auf diese Zone wiederum. Das passt einfach wieder schön zusammen, wie man sieht, und wäre auch für uns dann eine interessante Sache gewesen. Jetzt sind wir hier so in dieser Seitwärtsrange zwischen dem letzten, zu der letzten Reaktion, wo wir die Korrektur eingeleitet haben, und hier dem Ziellevel, wo wir auch die Unterstützungszone hier haben. Ich könnte mir schon vorstellen, dass wir hier nochmal runterbrechen. Allerdings, wenn wir jetzt hier diese Widerstandszone nicht respektieren und hier uns dann rausarbeiten, vielleicht nochmal einen kleinen Retest hier, beziehungsweise eine kleine Unterstützungszone hier gesucht und dann hier rausarbeiten ins Ziellevel. Das wäre auf jeden Fall auch ein mögliches Szenario, so wie wir es hier auch in der Vergangenheit gesehen haben, in dem Bereich hier, dass wir uns dann eben oben rausarbeiten über den Widerstand hinaus. Aber ja, das bleibt so auf jeden Fall intakt. Wir haben eine Aufwärtsbewegung, die abgearbeitet ist. Wir haben eine weitere übergeordnete Korrektur. Hier wäre es natürlich schön, wenn wir das nochmal vielleicht in so einer Bewegung nochmal abarbeiten und nicht so einer Bewegung. Aber das bleibt abzuwarten. Ja, also prinzipiell vom Charttechnischen sehr schön. Einstieg wäre hier gewesen, ungefähr bei 100. Da hätten wir auch knappen Potenzial von 100% bis zum All-Time-High gehabt.
Da wären wir jetzt entsprechend auch wieder gewesen. Das heißt, zwischen 2020 und dann hier 2022 hätten wir dann hier auch die Möglichkeit der 100% gehabt. Also das wäre unser favorisierter Verlauf gewesen. Ansonsten, wie gesagt, aktuell für uns eher nichts. Dann schauen wir weiter. Ich gehe dann auch später noch auf Allianz ein, aber ich wollte diesmal von unten nach oben reingehen, damit wir auch wieder ein paar Aktien haben, die normalerweise hier vielleicht nicht immer präsent sind. Heute mal die andere Reihenfolge, dass die nicht zu kurz kommen. Dann deswegen starten wir rein mit Intuit. Ich hoffe, vom Namen her passt das. Hier haben wir die Situation der übergeordneten Korrektur in Blau. Die haben wir auch bereits am 50er-Level sauber abgearbeitet. Die Historie, ich weiß nicht, ob wir sie nur in Telegram oder auch hier schon besprochen haben. Ich gehe mal jetzt hier auf die letzte Aufwärtsbewegung ein. Wir haben hier in Rot eine sehr starke Aufwärtsbewegung, einen starken Trend, die auch ja, dann hier zur Folge, also wir hatten das Ziellevel von Rot und hatten dann hier ein ziemliches ja, Übertreffen dieser Zielzone, sehr starker Hype. In dem Sinne, also einfach ein starker Trend. Das ist gar nicht schlimm. Allerdings haben wir hier dann auch wieder eine Korrektur nur aufs 38er-Level gesehen. Auch wieder sehr überhitzt. Aber wie gesagt, auch das ist legitim und hat auch zu der entsprechenden Bewegung geführt. Von daher ist das auch alles super. Wäre halt nur schwierig als Einstieg zu klassifizieren. Das 38er-Level, das nutze ich nicht allzu gerne. Hier allerdings haben wir jetzt das 50er-Level der übergeordneten Korrektur, die wir, nachdem wir hier das Ziellevel erreicht haben, von übergeordnet grün eingeleitet haben, sind wir jetzt hier schön bei ungefähr 350 dann eingetaucht und haben das Potenzial bis 714, zum All-Time-High zumindest, wenn wir davon ausgehen, dass wir das wieder anlaufen, ja, dann haben wir hier auch ein entsprechendes Potenzial, welches wir uns für diese Anlagestrategie auch wünschen. Natürlich wäre es noch schön, wenn wir hier diesen Retest gemacht hätten. Das heißt, wenn wir hier noch in diesen Bereich kommen bei 300, das bleibt vielleicht nochmal abzuwarten. Wer da genüsslich Zeit hat, kann das auch noch gerne nutzen. Ansonsten eben ja, sich Schritt für Schritt positionieren, wenn das gewünscht ist. Natürlich alles keine Anlageempfehlung und gerne dann die eigene Analyse mit einbringen. Dann Logitech. Da haben wir eine Korrektur übergeordnet in Blau. Müssten wir auch schon besprochen haben. Wir haben nämlich hier auch schon die entsprechende Beschriftung reingebaut. Also hier sind wir sehr schön am 66,7er Level. Schöner Retest und seitdem auch eine kleine Reaktion. Kann natürlich noch ausgebaut werden, auf jeden Fall. Aber fürs Erste schon mal schön, dass wir hier so einen Retest haben und die übergeordnete Korrektur aktuell auch weiter aktiv ist und wir uns hier in diesem Bereich auch befinden. Auch hier haben wir ein schönes Potenzial von 100% bis zum All-Time-High zumindest. Also prinzipiell spielt der Chart dann ein sehr schönes Spiel und mit dieser Retest-Zone, die ja auch in der Vergangenheit eine sehr starke Zone schon dargestellt hat, auch eine schöne Sache, dass wir hier dann auch positiv als Unterstützung jetzt dann gewirkt haben und der Kurs die auch respektiert hat. Dann AMD. Hier befinden wir uns auch in diesem Retest-Szenario. Das heißt, wir hatten hier, sorry, immer dasselbe. Wir hatten hier die Zone uns angeschaut, dass wir hier auch wieder eine Widerstandszone in der Vergangenheit generiert haben, wodurch dann diese starken Korrekturen, die auch leider keine richtige Struktur bieten. Also wenn wir uns hier die grüne Bewegung anschauen, da ist wenig Struktur gewesen. Es war eher ein Seitwärtstrend, den wir dann umgewandelt haben bzw. genutzt haben für ein potenzielles Ziellevel, das sich dann in dem Sinne hier befindet, ungefähr bei 100 US-Dollar. Der Bereich wurde jetzt auch angelaufen und respektiert. Von daher auch diese Herangehensweise hat sich wieder bestätigt. Und wir sind jetzt an dieser übergeordneten Korrektur. Retest wäre hier bei 48 Dollar.
Das heißt, wir haben hier auch ein schönes Potenzial nach oben, wenn wir diesen Retest hier genutzt hätten. Wir sind aber genau am 667er Level gedreht. Perfekt, muss man einfach sagen, perfekt. Wer das genutzt hat, ja, sehr schön. Mittlerweile natürlich auch ein schönes Upside-Potenzial genutzt und bis zum All-Time-High natürlich auch eine schöne Entwicklungsmöglichkeit. Ja, von daher, das bleibt intakt. Wer das genutzt hat, sehr schön. Gerne mal mitteilen. Ja, natürlich jetzt ein bisschen weggelaufen. Wer jetzt sagt, okay, wir gehen sowieso noch mal davon aus, dass der Markt noch mal eine Korrektur macht und ja, dann noch mal neue Einstiegsmöglichkeiten bietet, dann auf jeden Fall abwarten. Nicht hinterherrennen. Das haben wir. Das ist eine Basisregel. Von daher. Jetzt nicht nervös werden, alles ganz entspannt. Hier nervös werden, ob wir Reaktionen sehen, hier nervös werden, dass wir Einstiege finden, aber hier nicht mehr nervös werden. Ja, das macht keinen Sinn. Auf jeden Fall antizyklisch handeln und dann hat man auch ein entsprechendes Abseitspotenzial, das wir natürlich für uns nutzen, im besten Fall. So, ja. Also ich denke mal, da sollte eigentlich soweit alles klar sein. Die Analyse besteht und erste Reaktion, wie gesagt, auch hier vorhanden. Secunet, auch hier eine schöne Korrektur. Also wenn wir uns jetzt hier wieder die Vergangenheit anschauen, hier 2020, ja, 38er Level, sehr starker Hype, möchte ich sagen. Also man hat hier direkt aufgekauft, Korrekturen und ist direkt rein, hat die Korrekturen genutzt, starke Aufwärtsbewegung, also so wie wir es natürlich auch wünschen uns in dieser Phase der Aufwärtsbewegung, wünschen uns solche impulsiven Bewegungen wie auch hier. Die haben wunderbar funktioniert. Auch das Ziellevel hier natürlich wieder sehr schön angelaufen. Ein bisschen drüber gekommen, ist nicht schlimm. Aber jetzt auch die entsprechende Korrektur. Und das ist das, was wir erwarten und auch sehen wollen. Und das haben wir jetzt gesehen. Wir haben es gesehen, dass wir hier die Korrektur durchgelaufen sind. Wir sind am 667er Level. Also wir haben auch hier ein bisschen den Druck rausgenommen aus dieser Korrektur hier und diesem starken langen Aufwärtstrend hier von Lila. Also wünschenswert wäre immer noch hier dieser Retest. Den möchte ich eigentlich gerne sehen. Das ist so ein bisschen die eierlegende Wollmilchsau, wenn wir hier einen Einstieg finden und dann auch diesen Widerstand respektieren, dann haben wir natürlich ein sehr schönes Chancen-Risikomanagement betrieben. Wer hier mit dem Stop arbeitet oder sowas, kann dann sich auch noch nach unten hin absichern mit einer kleinen Downside, aber sonst ja, sehr schön. Also 667er Level, wer sich jetzt hier irgendwo im Sparplan oder wie auch immer gestartet hat, ja, kann sich hier langsam einkaufen. Natürlich auch hier handelt es sich rein um meine Meinung, aber charttechnisch sehr schöne Sache, rund. Und wenn man sich hier den Verlauf hier anschaut, dann haben wir auch hier ja, jetzt ein intaktes Trendszenario, was jetzt erstmal sehr schön aussieht. Auf jeden Fall, die Message soll ja immer sein, das hier vermeiden. Hier nicht einsteigen. Das ist ja die Message. Und wenn man aber diese Position im Depot haben möchte, dann sind diese hier die ausschlaggebenden. Das ist hoffentlich angekommen. So. Dann schauen wir nochmal auf Sartorius. Da haben wir nämlich auch eine übergeordnete Korrektur. Wer hat es ja schon erwartet? Wir haben auch hier 2020, es ist immer dasselbe Bild, wie man sieht, auch das 38er Level genutzt. Wir sind wieder sehr stark impulsiv rausgekommen, haben hier dieses All-Time-High gebildet, ein Ziellevel generiert und jetzt die Korrektur, die aussteht, die relevant ist, damit wir weiter wachsen können. Also auch das hier natürlich gleichermaßen schönes Chartbild. Auch hier 667er Level. Auch hier würde ich mir gerne noch tiefere Kurse wünschen, um eben die eierlegende Wollmilchsau zu generieren. Aber nichtsdestotrotz ein legitimes Level. Wir haben ein reproduzierbares Level wieder, welches wir nutzen können. Und ja, von daher ist auch das hier eine sehr schöne
Sorry, Mist, dieses Rumgeschmiere hier immer. Habe ich noch nicht ganz unter Kontrolle, selbst nach 2 Jahren nicht. Genau, also das ist natürlich schön, dass wir hier so ein bisschen den Druck abbauen wieder. Wir haben hier in der Vergangenheit schon öfters diese 38er-Zonen gesehen. Von daher bin ich sehr, sehr dankbar, wenn wir hier auch noch ein bisschen tiefere Kurse sehen und ein bisschen diesen Aufwärtsdruck nach oben abbauen, damit wir hier neue Käufer wieder reinspülen und diese ganzen Gewinne auch mal abgebaut werden und dann eben neue langfristig orientiertere Anleger wieder dabei sind. Dann schauen wir mal weiter. Was haben wir hier noch als Markierung drin? Ansonsten gerne vorspulen. Accenture haben wir, ja, auch die Korrektur, die haben wir auch schon besprochen. Wir sind hier auch wieder in der Korrektur, hier noch etwas hoch. Also wir sind hier am 38er Level aktuell angesiedelt. Wir wollen auch hier gerne den Retest sehen. Wir haben bei dem Ziellevel erreichen von übergeordnet blau etwas nachgelassen. Von daher ist auch da schon, sieht man, dass die Luft draußen war, nach oben hin und die Korrektur aussteht. Von daher ist das auch wieder bestätigend und passend für unsere Analyse, dass wir eben hier das 38er Level genutzt haben, hier einen starken Aufwärtsimpuls mitgenommen haben in dieser Aufwärtsbewegung. Wenig Korrektur. Das bestätigt einfach wieder das Zusammenspiel zwischen den Anlegern, den Käufern und auch dem Chartbild. Ja. Das ist einfach sehr schön. Passt auch soweit. Hapag-Lloyd, ja, war ja auch, sag ich mal, von 2020 bis 2022, wenn wir uns hier den Timestamp anschauen, eine sehr starke Aufwärtsbewegung, auch sehr impulsiv. Korrektur, 78er Level, sehr schön. Hier auch mal einfach als Beispiel der Retest hier auf diese Zone von Orange, das, was wir haben möchten. Da sieht man nämlich auch mal, was da draußen entstehen kann. Also 41 Euro in dem Beispiel jetzt hier mit der entsprechenden Bewegung hier auf das Ziellevel, welches hier raus entsteht aus dieser Korrektur. War seitdem wir hier 2020 die 186 hatten wir hier dann durch diese Korrektur ein Ziellevelpotenzial bis hier oben, wo wir dann auch die Reaktion gesehen haben. Hier das All-Time-High bei 475 ungefähr. So, und das entsteht hier aus dieser, und man hätte hier meinetwegen noch einen Stop-Loss drunter legen können. Und das ist ja ein sehr schönes Resultat natürlich. Und bestätigt eben auch die Analyse. Es kann passieren, dass wir hier unten rauskommen. Das möchte ich gar nicht sagen. Wir sind nach wie vor keine Hellseher. Was dann hier für solchen Anstieg dann auch sorgen kann, das ist schwierig zu ermitteln. Allerdings, wenn man sich darauf fokussiert, auf diese Möglichkeiten, dann generiert man natürlich dann auch Chancen. Und die nutzen wir. Genau. So. Ich denke mal, so trocken und emotionslos, wie ich das hier erzähle, so sollte es dann auch in der Anlage passieren. Okay. Gut. Mercado Libre, da haben wir auch, ja, den intakten Aufwärtstrend. Wir sehen es, wir haben hier Aufwärtsbewegungen, die ineinander aufbauen, sehr schön schlüssig die Ziellevel abarbeiten, die Korrekturen abarbeiten. Jetzt muss ich hier unten wieder die Werbung wegmachen. Wir haben hier zuletzt das Ziellevel in grün sauber abgearbeitet, dann den Retest gesehen, perfekt reagiert. Also wer hier den Retest, die eierlegende Wollmilchsau genutzt hat, bei 686, der ist bereits knapp, ah nee, nicht ganz, aber hat auf jeden Fall gut, sagen wir mal, 90% eingenommen. Von daher, ja, ist noch ein bisschen Upside, aber ist auf jeden Fall sehr stark im Plus und hat eine schöne Aufwärtsrallye hingelegt. Sehr schöne Bewegung. Wir haben hier ein Ziellevel von ungefähr 4000 US-Dollar im Ziellevel von übergeordnet Orange. Wir haben das All-Time-High bei 2000.
Also, das ist ein sehr schönes Szenario und sehr schöne Bewegung und charttechnische Realisierung, ja, unserer Überlegung. Dann Verbio, da hatten wir damals, als wir hier reingetaucht sind, bei 50 Korrekturlevel übergeordnet von Lila, da haben wir eine Reaktion gesehen bei 44 Euro ungefähr, sind jetzt bis zum All-Time-High gelaufen. Also wer das hier genutzt hat, ich glaube, wir hatten das ein bisschen zu spät hier mit aufgenommen. Wer aber sich natürlich die Analysen auch selber mal erstellt oder sich damit beschäftigt, hat vielleicht hier den Punkt dann auch mitgenommen bei 44 Euro, hat auch das entsprechende 100% Ziel hier möglich gemacht bis zum All-Time-High. Aber wir hatten hier prinzipiell diese Level hier für uns mal generiert, damit wir hier so ein ja, also das muss ich jetzt erläutern. Also wir haben hier ein Retest-Szenario, das haben wir auch genutzt, von übergeordnet blau. Aber tendenziell habe ich einfach irgendwie bin ich eher auf dieses Level gekommen. Also ich wollte hier eher das 78er-Level sehen. Nichtsdestotrotz ist das vollkommen legitim, dass wir hier eine Reaktion haben. Und wenn wir jetzt, allerdings haben wir jetzt hier einen Doppeltop gebildet. Und da könnten wir schon nochmal tiefere Kurse sehen. Also zumindest mal vielleicht nochmal das 667er Level oder sogar nochmal tiefer. Da bin ich mal wirklich gespannt, weil dann würde sich im Nachhinein sogar nochmal meine Analyse, die ich gerne genutzt hätte, nochmal bestätigen. Auf der anderen Seite natürlich hat das wunderbar geklappt. Also wer hier das 50er Level stumpf genutzt hat, hat die 100% mitgenommen und dann ist man jetzt hier risikofrei positioniert. Natürlich eine schöne Sache, aber vielleicht bieten sich einfach nochmal schöne Re-Entries, sagen wir es so. Re-Entries, das heißt, wer jetzt dann seine Position risikofrei hat, hat sein Kapital wieder rausgenommen und kann sich hier wieder jetzt dann neue Einstiegsmöglichkeiten suchen, wenn diese angeboten werden. Das ist ja wunderbar, das ist ja das, was wir wollen. So, schauen wir jetzt auch kurz auf den Aktienfinder Titel, die die Woche ja auf den Tisch geschlagen wurden. Da will ich aber jetzt auch nochmal auf diese Münchner Rückgehen. Da wurde ja dann auch in den Livestream nachgefragt. Also für uns ist das auch hier ebenfalls wie bei Hannover Rück eigentlich kein Invest mehr aktuell. Also ein schöner Einstieg wäre hier gewesen, ungefähr bei 164. Natürlich ist das immer im Nachhinein betrachtet, aber das können wir ja auch im aktuellen Chart dann finden, nur eben nicht bei dieser Aktie. Von daher, wer jetzt sagt, ja, im Nachhinein da immer zu sagen, was wäre schön, das ist ja in dem Fall eben der Fall, weil wir eben eine Aufwärtsbewegung haben und diese Korrekturzonen jetzt nur noch rückwirkend uns anschauen. Aber natürlich hier dieser Retest, habe ich jetzt schon öfters besprochen, wird auch immer wieder vorkommen, sehen wir auch, ist in der Praxis, ist praxisnah, ist nichts Ausgedachtes, ist nichts irgendwie herangezogen, es ist einfach, ja, praxisnah die Reaktion, die wir sehen und die wir dann auch gerne nutzen wollen. Und manchmal hat man halt die Möglichkeit, dass man es mitbekommt und manchmal eben nicht. Aber in dem Fall wäre es jetzt einfach aktuell kein Invest für uns. Wir laufen hier das All-Time-High an. Wir sind an der Widerstandszone. Wenn wir nicht gerade jetzt hier oben rausgehen, dann haben wir hier eigentlich keine schöne Investmentmöglichkeit, sondern erst wenn wir uns wieder in diese Region hier bewegen und dann wieder eine Unterstützung haben, ein schönes Korrekturszenario untergeordnet, ja, hier in dem Bereich ungefähr bei 200. Da haben wir auch wieder ein schönes Upside-Potenzial, nicht ganz 100%, aber es wird dann schon wieder spannender als jetzt aktuell zumindest, ja. So, mit dem Blick auf die Uhr ist es jetzt schon wieder sehr eng. Ich wollte eigentlich jetzt hier wirklich noch viele durchgehen. Von Unilever, Adidas, Stanley. Ah, es wird jetzt wieder eng. Also Infineon auf jeden Fall eine schöne Aufwärtsbewegung auch hier gesehen. Entwickelt sich hier aus der Korrektur und dem Retest wieder sehr schön raus. 22 war hier der optimale Einstieg. Sehr schön rausgearbeitet bis jetzt und knapp unter den 100% jetzt. Also auch das sehr schön. Schindler auch solide rausgekommen hier.
Ja, also entwickelt sich sehr vieles sehr schön. Jetzt schauen wir gerade noch auf Meta. Meta hat natürlich diese Woche sehr schöne Aufwärtsbewegung generiert. 78er Level für uns jetzt erstmal. Deswegen habe ich auch hier meine Positionierung gestoppt. Ich bin natürlich weiterhin investiert, aber ich hatte hier, seitdem wir diesen Bruch hier hatten von diesem allgemeinen Aufwärtstrend, meine monatliche Sondersparplan-Session gestoppt. Ja, aber jetzt haben wir eine schöne Aufwärtsbewegung am 78er gesehen. Und jetzt werden wir wahrscheinlich hier in dieser Widerstandszone hier oben wieder eine Reaktion haben. Wahrscheinlich erstmal wieder eine Korrektur und dann vielleicht uns weiter rausarbeiten. Oder es war ein langfristiges Gezuckel, das wir jetzt dann sehen, je nachdem, wie viel Power jetzt da noch kommt. Aber ich würde mir eher vorstellen, dass wir jetzt wieder eine Korrektur sehen. Von daher nicht direkt wieder aufspringen, nur weil wir eine Reaktion haben. Und Allianz möchte ich natürlich jetzt noch zum Abschluss darauf eingehen, wie versprochen. Da hatten wir schon mal drauf geschaut. Ich hatte hier mir ungefähr eine Position eröffnet. Glaube ich, hat sich ganz gut ergeben mit dem Stoppen von PayPal. Dann hier mal eine Tranche. Aber die ist mir weggelaufen, ja, muss ich wirklich sagen, die ist mir weggelaufen. Ich hätte mir gerne gewünscht, wenn wir uns hier ein bisschen mehr aufgehalten hätten. Jetzt sind wir schon wieder hier in diesem Bereich, wo es eigentlich für mich schon wieder natürlich für einen Sparplan immer noch interessant sein kann. Wenn wir hier weiter hier ansteigen, kann man hier immer noch partizipieren und auch ein paar Prozent mitnehmen. Aber ich will erstmal sehen, was wir hier sehen an dieser Widerstandszone. Wenn wir hier oben rauskommen und dann nochmal einen Retest sehen, ja, vielleicht dann wird es nochmal interessant, aber aktuell für mich jetzt auch nicht so, dass ich mir das jetzt unbedingt mit einer Einzeltranche dann da reinlegen müsste. Das sind wir schon sehr hoch. Ja. Von daher auch da nicht hinterherlaufen und einfach mal die Füße stillhalten. Das ist mein Appell. Ich denke mal, die Analyse als solches war ja schon bekannt hier und sollte jetzt nichts Neues sein. Von daher sind wir bei knapp 30 Minuten. Ich denke mal, das reicht. Wer jetzt meine Arbeit und allgemein sich auch mit uns austauschen möchte in der Community, seid ihr gerne eingeladen, die Telegram-Gruppe zu nutzen. Da haben wir eine Community-Gruppe und auch natürlich die Analysegruppe von mir. Wäre super, dass wir da zusammenkommen und dass es euch weiterhin interessiert, das Thema, auch mit der Anlagestrategie. Vielleicht sehen wir uns da bis dahin. Ansonsten dann bis nächste Woche. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Wenn ja, lass gerne ein Like da oder abonniere meinen YouTube-Kanal. Ansonsten kannst du mir auch gerne auf Instagram folgen oder meiner Telegram-Gruppe beitreten. Beide Links findest du in der Videobeschreibung.